Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ja, unsere Frau Mutter ist hier gerade auf der Arbeit und unser Kind hat großen Hunger, deswegen hoffe ich einfach, dass wir das schaffen, uns um das Kind zu kümmern, bevor es abgeholt wird. Aber ich habe eigentlich keine großen Hoffnungen. Ja, unsere ganzen Kinder sind so müde, weil wir uns keine Betten leisten können. Es passiert ja mal. Ich denke, das Kind wird abgeholt werden. Ich glaube, das schafft es keine 4 Stunden mehr. Oder keine Ahnung, wann sie heimkommt. Ich bin zurzeit so richtig so in Urlaubsstimmung. Ich habe zurzeit so richtig Bock, so einfach in den. Ist unser Kühlschrank jetzt auch noch kaputt? Ja. Reparieren. Ersatz können wir uns nicht leisten. Das heißt, der Kühlschrank bleibt dann wohl eine Weile kaputt. Ja, auf jeden Fall, ich habe zurzeit voll Bock auf Urlaub. Also ich war ja 2020 in Kroatien. Aber trotzdem, ich brauche Urlaub. Ich hoffe, dass es dieses Jahr möglich ist in 2021. Zum Beispiel Griechenland oder Spanien wäre auch so ein Ort, wo ich immer gerne hinfahre. Echt, ich bin so richtig urlaubssüchtig einfach. Danach gehst du pinkeln. Okay, du gehst jetzt pinkeln. Isst du noch eine kleine? Nein, essen musst du, glaube ich, nicht. Geh einfach schlafen. Ey, Saskia ist älter geworden. Nein, ich möchte nicht, dass die anhänglich ist. Das ist ein Scheißmerkmal. Wild? Ja, komm, sei wild. So, dann kannst du gleich mal hier Reste rausnehmen. Oder eigentlich kannst du es sein lassen und einfach umfallen. Geh einfach schlafen. Ja, Sasuke sollte auch demnächst einen kleinen Bruder oder eine. Boah, jetzt schon wieder meine Pinnen waren voll. Das gibt's ja nicht. Lauter Schrott. Dass so unsere Kinder ja gerade so am Angeln sind. Ich bin ja auf die Idee gekommen, wir können ja unsere Kinder mal ein bisschen ausnutzen. Die einfach hier hinten angeln lassen. Also wer will, kann da gerne mitmachen. Okay, dir geht's so schlecht. Also wer will, kann gerne angeln. Ja, Saskia freut sich wahrscheinlich, weil sie jetzt noch sauber ist und ja. Hey, cool, 8 Simlons. Das ist halt auch so. Hätte es nicht sein müssen, jetzt ganz ehrlich. Okay, die Kinder pennen einfach mal wieder am Boden, aber das ist jetzt halt in Ordnung. Ja, du kannst dir einfach Reste nehmen, wenn du Hunger hast. Ja. Kinder mit viel Fantasie spielen gerne in ihrer eigenen Welt. Marvin hat 7 Dollar gefangen. Simlons. Nochmal 7 Simlons. Uhu, Marvin, du rockst. Oh, irgendeine Beziehung ist zu Ende. Blöd. Du musst, glaube ich, ganz dringend pinkeln. Ach so, ja, zu spät. Mal wieder. Eier und Toast essen. Und dann kannst du ja eine dampfende Dusche nehmen. Ey, irgendwer fängt Fische. Wir brauchen echt irgendwie mehr Erholung für die Kinder und alles. Level 3 der Mentalfähigkeit erreicht. Cool. So, ja, dann geh mal duschen. 6 Simlons. Caroline ist hier gerade so am Angeln. Wie viel? So, ja, der ist halt. Motorik ist halt vielleicht doch nicht so Aarons Ding. Ja, alle sehr müde und so. Und sie ist sauer, weil sie Hunger hat. Öffnen. Da ist irgendwas zum Essen ist da drin. Schau mal, Eier und Toast. So, hier nimm. Okay, sie hat schon was gekriegt.
Ja, dann kriegst du nichts. Saskia ist älter geworden. Ja, das habe ich noch mitgekriegt. Oh Gott, wie das hier einfach aussieht und sie denkt sich wahrscheinlich einfach nur so, nee. Verdorbenes Essen aussortieren. Vielleicht geht's dir dann besser. Ah, jetzt ist die Dusche auch noch kaputt. Ich glaube, wir brauchen einen Reparaturservice. Ich hoffe, der stirbt nicht, wenn der irgendwas repariert. Kannst noch ein bisschen Fernsehen schauen. Sich ein bisschen holst für die Arbeit. Ja, sie sollte heute um 18 Uhr ja ungefähr ihr Kind bekommen. Oh, sie muss schon wieder pinkeln. Sollte sie dringend machen. Okay, sie kann gerade nicht pinkeln. Sie wird sich wieder einpinkeln. Wie blöd. Wir sollten unbedingt mal ein zweites Klohäuschen bauen. Sonst muss sie in die Arbeit. Oh, du musst in die Arbeit. Scheiß drauf, dass du dich gerade einpinkelst. Du musst in die Arbeit. Auf in die Arbeit, schnell. Vor allem so richtig unhygienisch direkt als Köchin zur Arbeit kommen. Das ist halt auch was, was man nicht machen sollte. Komm. Okay, sie will nicht schlafen, oder wie? Schlaf halt einfach. Hier, schlafen. Wie geht's den restlichen Kindern? Kann eigentlich irgendwer Pfützen aufwischen? Denen geht's halt allen von der Energie her gerade ein bisschen scheiße. Wir müssen da mal ein paar Betten kaufen, aber wir haben halt kein Geld dazu. Außer wir könnten jetzt euer komplettes Inventar verkaufen. Schauen wir mal. Kollege melden. Ist hier Leistungsverbesserung. Ich würde gerne Mehrfachauswahl. Hausaufgaben würde ich jetzt nicht verkaufen, aber der Rest, den kann man doch alles verkaufen. Ja. Wir sparen auf ein neues Kinderzimmer, Leute. Lasst hier alles raus, was so geht. Wen haben eingesetzt? Ja. Du bist doch gerade in der Arbeit, oder? Ja, blöd. Hä? Ich dachte, du bist in der Arbeit. Ach nein, du bist schon wieder hier. Kannst du bitte das Baby in Krankenhaus bekommen? Du machst hier irgendwie voll gerade die Panik, weil du ohnmächtig wirst. Yay, Kind Nummer 7. Ein Junge. Sie bekommt mehr Junge. Daniel. Ja, cool. Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Wo ist Daniel? Er ist doch da. Wie dreht man hier die Kamera? Ah ja, da ist Daniel. Solltest du ihn direkt mal füttern? Und ich glaube, du musst noch mal in die Arbeit. Achso, du bist bei der Arbeit. Interessant. Ich glaube, sie bekommen keinen einzigen Cent für den heutigen Tag. Ja, komm, dann geh schlafen. Lass das Kind in Ruhe. Boah, dann geh pinkeln. Ach, die Toilette ist kaputt. Ersetzen. Geh schlafen. Oder geh pinkeln. Geh pinkeln und dann schlafen. Warum sieht unser Haus aus wie der größte Sauhaufen? Ganz ehrlich. Hä, was macht sie denn? Will sie jetzt um die Uhrzeit kochen und ist todmüde? Die pennen uns doch schon wieder ein und das alles anfackeln. Das kenne ich doch schon. Ja, cool. Machst du ganz toll. Ja, dann setz mal deine Spaghetti fort. Dann gehst du bitte schlafen. Ich hoffe, die hat jetzt mehr als eine Portion gemacht.
Ja, sie hat nur eine Portion gemacht. Das ist auch schön, so Kinder komplett ignorieren. Ja, dann war's das jetzt mal mit der Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei diesem Sphere der 100 Baby Challenge. Bis dahin, tschüss.